Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Project Ozone 2 Kappa Mode. So, wir haben mittlerweile ziemlich viel Fortschritt gemacht. Wir haben schon fast den Aristotle Stone zusammen. Noch ein paar Themen: Vibrantium, Advanced PCBs und Demon Steel of the 8th Magnitude. So. Was ich jetzt mal machen könnte, was ich auch gerade mal machen werde, Demon Steel of the, habe ich nicht mehr, of the First. Dann machen wir einmal ganz kurz ein Rezept hierfür. Ich habe mittlerweile ein wenig vorbereitet. Und zwar habe ich hier drüben die Zeichnik Assembler habe ich hier mit Rezepten versehen. Die laufen aber nicht, weil ich mir dafür überlegt habe, du kannst jetzt doch über den Crafter machen. Ich habe das Problem ganz einfach gelöst, indem ich hier noch ein Rezept für den Temperio Essence Block mache. Kann dann einfach entblocken. Also einfach auch wieder zur Essence machen. Und ja, das Ergebnis lässt sich dann doch schon sehen, ne? So, wir gehen einmal kurz hier rüber. Machen einmal hier einmal Demon Steel of the First. Machen einmal hier ein Rezept dafür. Packen das dann in den guten alten Metallurgic. Ja, das kommt hier rein. Dann Demon Steel. Hatte ich hier doch auf the First. Nee. Moment. Ich wollte 400. Nee, weißt du, warte, machen wir das gerade mal anders. Weil wir es ja gerade einfach gebrauchen können. Das müsste hier sein. Und dann müsste sich das ja jetzt nach. Theoretisch gesehen. Hier. Nee. Von hier oben. Hatten wir hier einen Filter drin? Nö. Hier kommt das Infuse-Zeug rein. Dann gibt das keinen, dann stimmt das schon. Okay. Dann müssen wir sagen, Temperio haben wir gerade 1,6, das heißt, wir können locker easy 500 herstellen. Nee, Quatsch. Ich bin auch blöd. ...1100 können wir herstellen. So. Machen wir jetzt mal gerade richtig. So, wir haben jetzt... Ja, komm, lass einfach mal gerade... Oder was habe ich jetzt... So, jetzt sollte die Temperio Essence wieder da sein, genau. Demon Steel haben wir jetzt 1500. Also machen wir so. Gut. Und jetzt können wir das schon mal laufen lassen. So. Wir haben jetzt auch schon... Entschuldigung. Mein Husten ist halt immer noch nicht besser geworden. Es ist einfach nur traurig. Ich gehe morgen mal zum Arzt. So. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, entweder am Vibrantium zu arbeiten oder an den Advanced PCBs. Printed. Circuitboards haben wir schon mal eins. Da brauchen wir nur noch die Transistoren. Die können wir kurz craften lassen.
Sehr schön. Was brauchen wir jetzt für ein Advanced PCB? 4 Redstone Alloy, 4 Yellow Plastic und 4 Compressed Iron. Also unsere Circuit Boards brauchen wir. Wir brauchen Redstone Alloy. 8 Stück. Yellow Plastic war das, ne? Genau. Okay, da müssen wir mal kurz zwei machen. So. Und 8 Compressed Iron. So. Zack. Gehen dann einmal hier rüber zur guten alten Chamber. Rotzen das da rein und wir haben unsere Advanced PCBs. Ach komm, machen wir ganz billig gerade. So. Die können wir dann jetzt auch schon mal hier und hier hinpacken. Vibrantium. Okay. Da mache ich ein Rezept für den Alloy-Smelter. Das heißt, den nehme ich mal ganz kurz mit. Könnten wir ja dann auch einfach gerade hier anschließen. So. Können wir mal ganz kurz die resetten. Vielleicht können wir ja die mal irgendwann gebrauchen. So, dann packen wir das hier hin. Und dann können wir eigentlich hier die... Ich bin zu blöd. Das darf ich jetzt... Das muss ich jetzt einmal gerade ganz, ganz kurz neu verkabeln hier. Das sollte ich jetzt auf jeden Fall machen. Weil das werde ich ansonsten echt vergessen. Oh Gott. Jetzt habe ich echt einiges hier versaut. Okay, das kommt hier rein, das hier rein. Und das. Ich glaube, das Rezept für die Capacitor ist weggegangen. Oh Gott, was habe ich hier gerade angestellt? Hier nochmal was drüber. Nein. Oh Gott. Merke, Vein Miner bei ME-Kabel ist böse. Jetzt hab bloß ich habe ich noch mehr versaut. Offline. Okay, das läuft wieder. Das muss jetzt nur noch alles online kommen. Okay. Das ging jetzt nicht, ne? Doch, das ging. Aber hier der Strang war so gut wie voll. Okay, dann machen wir noch mal ganz kurz so. Alter, das war jetzt gerade eine richtig, richtige Genius-Aktion von mir. Aber ich glaube, ich mache das echt mal so, dass ich dann hier nochmal die Kabel alle nochmal was abreiße und dann neu einfärbe. Halt, weil ich das ein bisschen sortierter haben möchte. So, dann machen wir kurz so.
Das kann da rein, das kann da rein, das. Die können da rein, das kann da rein. Das kann da rein. Oh Gott, die sind jetzt auch alle offline. Aber was habe ich hier gerade versaubeutelt? Ach so, weil die damit verbunden waren. Entschuldige, wenn ich das jetzt gerade hier mache, aber das ist mir jetzt gerade wirklich wichtig, dass ich das mache. Ansonsten werde ich das echt vergessen. Und das könnte halt jetzt in dem Fall, egal was weiß ich noch, für Crafting-Prozesse ruinieren. So, das. Das. So, das hier und so. Wie sieht das hier aus? Das ist natürlich jetzt auch alles weg. Weißt du, und ich wollte gerade einfach nur noch was, eine entspannte Runde aufnehmen, um runterzukommen. Ich habe halt diese Woche, habe ich heute auch noch auf Twitter geschrieben, habe ich eine relativ harte Woche. Ja. Willkommen bei Deutschlandfunk. Organisiertes Chaos ist am Werk. So, auf jeden Fall, mit VeinMiner arbeiten wir nicht mehr bei ME-Kabeln. Jetzt sollte wieder alles laufen. Dann da nochmal kurz hier. Der ist online. Der ist online, alles klar. Wenn etwas nicht läuft, werde ich es zu merken. So, wir brauchen ein Interface. Du. Wie sieht dann mit dem Demon-Stil aus? Das ist schon mal gut. So, wir brauchen dann hier Rezepte. Allzu viele brauchen wir ja nicht. Boy. Ich bitte auf jeden Fall viel, viel mal zum Entschuldigen nochmal. So. Wir machen jetzt ein Rezept für Vibrantium. So. Vibrantium, wenn wir mal kurz hier drauf schauen. Wir brauchen 8 Vibrant Alloy, 32 Solarium. Solarium. Moment. Vibrant. Solarium. Müssen wir dann auch noch machen. Dann nochmal ganz kurz. So. 7, 8. Und jetzt kommt der große, große Spaß. So. Das Rezept für die Vibrant Crystal, die Vibrantium, für die Enticing Crystals. Ich hatte so ein bisschen Befürchtung, dass ich da jetzt bald ran muss. Enticing Crystal brauchen Villager in der Soul Vial. So. Die Soul Vial ist nicht das Thema. Da können wir easy craften lassen. Das Problem an der Sache ist, wie kriegen wir die Villager in die Soul Vial? Deswegen habe ich so viele Villager über einen Mob Soil gefarmt. Weil Villager können, habe ich glaube ich schon mal gesagt, nicht im Autospawner von Mine Factory Reloaded und im Powered Spawner von Ender.io gespawnt werden. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich zeige das jetzt bewusst, weil ich habe irgendwie Gefühl, dass so ein Trivolo dann die andere Möglichkeit machen wird. Die Variante, die wir gemacht haben, über die Mob Souls. Und es gibt den RF-Tool-Spawner. Wie der funktioniert, habe ich keine Ahnung. Das wollte ich in meinem nächsten Modpack mal.
Nee, gar nicht, war in meinem übernächsten Modpack. Stück ist so, aus dem nächsten Gruppen-Modpack wollte ich das mal wieder machen. Also überhaupt mal machen. Deswegen würde ich jetzt erst einmal sagen, wir machen das einfach mal ganz, ganz blöd so. Haben wir hier einen Platzhalter, dann können wir das dann einfach dann hier wieder so hinlegen und zack. Wir brauchen das Rezept für eine Soul Vial. Hast du gut gemacht, Tommy. So, die Soul Vial. So. Okay, wir brauchen das Rezept für Fused Quartz. Das ist einmal so. Entspricht einem Fuse Quartz. Ah, Mann, ich hasse meinen Husten momentan. Da mache ich jetzt gerade mal bewusst Prevent. So. Alloy Smelter packen wir da rein. Dann einmal das Rezept für Solarium. Und wenn wir dabei sind, können wir auch Vibe und Alloy machen. Irgendwas. Ja. Der Turm hier ist immer noch nicht aktiv. Irgendwas ist hier ganz schief gelaufen, habe ich irgendwie ein Gefühl. Ja, hier fehlen Rezepte. Irgendwo zeigt mir, da ist was ganz, ganz schief gelaufen. Der hat 12 von 32 Kanälen. Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. So, mal kurz das Kabel nehmen, gehen wir gleich mal hier runter. So, und jetzt sollte das jetzt auch hoffentlich wieder laufen. Tut es immer noch nicht. Dann gucke ich da jetzt echt dann nochmal offscreen drüber. So, auf jeden Fall. Wir können jetzt ein Rezept für Solarium machen, die Soul Vial machen. Fused Quartz. Zack. Ja, da war ein Moment mal, den Leuchtmelder nicht gehabt. Sehr, sehr stark hoch upgraden kann. Gut. Ein Problem gefunden. Und dann jetzt Soul Vial. Lenk 200. Kommt dann auch hier ins Crafting rein. Alter, da fehlen doch so viele. Ne, die sind jetzt einfach nur alle durcheinander, oder?
Ich muss das mal genauer anschauen. So, wir werden dann jetzt einmal sagen, dass wir einen Tyson Crystal. Nee, Moment. Ich wäre dafür, dass wir das ein bisschen anders angehen. Wir machen uns erstmal autonomes. Haben wir noch welche da? Haben wir sogar perfekt noch genau die zwei, die wir brauchen. Dann, nehmen wir jetzt hier das Enlightened Fuse Quartz. Wir nehmen uns das hier. Und das hier. Und das Ganze nehmen wir jetzt mal gerade sogar noch ein. Einen hiervon mindestens einmal mit. Weil wir dann sagen können, der macht uns aus dem hier den hier. So. Wie wir das jetzt gleich automatisieren werden, über eine Ender-Chest. Das heißt, die Ender-Chest werde ich noch mal kurz craften müssen. Dann nehmen wir noch mal ganz kurz. Wir nehmen hier mal zwei Grau. Machen die an der letzten Ziffer grau. Hat noch keinen, genau. Dann gehen wir einmal hier rüber. Halt, wir brauchen noch einen Tesseract. Die Folge ist rum, ich weiß, aber das machen wir jetzt noch fertig. Wir brauchen Energy Cable und Item Conduit. Ach, jetzt ist. Halt. Und wir brauchen von denen 30. Okay, brauchen eigentlich nicht, aber ich würde es gerne machen. Das bringen wir dann einmal ganz kurz hier rüber. Müssen nämlich hier aufbauen. So, dann machen wir einmal so und so. Jetzt kann ich etwas bauen, das ist aber scheißegal, weil wir das jetzt eh zu bauen werden. So. Wir sagen denen jetzt einmal so. Einmal kommt dann hier der Tesseract hin. Den schicken wir auf Base, dass der Energie bekommt. Zack, damit dürfte der jetzt volllaufen, jawohl. Und der dann jetzt auch. Sehr schön. Dann packen wir hier eine Ender Chest rein. Und ich habe zwei Itemfelder vergessen. Und ich glaube, das Rezept muss ich mal ganz kurz ein bisschen bearbeiten. Fällt mir gerade mal so auf. Weil wir brauchen noch eine Soul Vial. So. Creates one Soul Vial with one Mobson und and one more Soul Vial, genau. So. Dann. Mache ich jetzt hier? Machen wir einmal so. Always active. Du entziehst die Mob Souls. Du.
Dann ziehst die Soul Vial. Hier machen wir Input. Tschüss. Oh, wir haben sogar eine neue bekommen. Hier machen wir. Und der braucht dann noch einen Output. Und zwar machen wir den hier unten. Always active. Und dann hier wieder Insert. Da werden wir noch einen Filter brauchen. So, ich will hoffen, dass das jetzt klappt. Wir machen hier Shift-Rechtsklick. Der kommt rein. Scheiße. Machen wir mal ganz kurz Never Active. Sehr schön. Es klappt. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen Filter machen und das Rezept reinklatschen und wir können die Villager autocraften. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. In der nächsten Folge habe ich dann alles wieder hier repariert. Hoffe ich zumindest. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.